Und dann mache ich auf und dann sage ich, was ich gleich sage. Mich schon so ein bisschen. Fuck, Mann, Alter, warum macht er das jetzt nicht? Ja. Sag ihm einfach, er soll sich verpissen. Ich kann ihm das auch sagen. Moin zusammen, willkommen bei Schwungvoll. Großer Vergleich der SUV-Modelle, der modernen Fahrzeuge, die es ja gerade in der E-Mobilität gibt. Ich möchte euch die Vorzüge und die Nachteile der 5 Fahrzeuge hier präsentieren. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wir starten sofort los. Ja, fangen wir auch beim Mustang Mach-E beim Heck an, und wenn ihr den Schlüssel in der Tasche habt, dann geht das alles auch so auf. Kofferraum vom Mach-E, gar nicht klein dafür, dass das Fahrzeug eine Coupé-Form hat. Doppelter Ladeboden, da unten ist reichlich Platz für euer Ladeequipment, und was clever gelöst ist von Ford, das ist, dass die Abdeckung hier für die Trennung vom Kofferraum mit der Heckklappe hochfährt. Ja, nette Gimmicks hat der Mach-E in Hülle und Fülle. Neben den nicht vorhandenen Türgriffen, wo ihr diesen Knopf drücken müsst, könnt ihr tatsächlich auch den schlüssellosen Zugang hier über den PIN-Code ansteuern, um das Auto zu öffnen. So, kommen wir mal zum Platzangebot. Hier hinten. Ja, ihr habt eben beim Einsteigen schon gesehen, die abfallende Dachlinie, da muss ich den Kopf ein bisschen einziehen. Ansonsten habe ich hier jede Menge Platz über dem Schädel. Das liegt auch daran, dass ähnlich wie beim Enyaq hier so eine Ausbuchtung ist im Dach und ich damit viel Kopffreiheit habe. Ansonsten auch vom Sitzen her zum Vordermann ist auf mich eingestellt der ganze Sitz. Habe ich jede Menge Beinfreiheit und die Füße passen auch gut unter den Vordersitz. Kommen wir mal zu den technischen Daten des Ford Mustangs Mach-E. In der größten Ausstattung 88 Kilowattstunden nutzbare Batterie, 150 kW DC Ladeleistung, 11 kW AC, so der Standard eigentlich heutzutage. Und das Ganze gibt einem dann 420 Kilometer Reichweite im Allrad. Ja, der Wendekreis übrigens vom Mustang Mach-E ist mit 11,6 Metern natürlich größer als beim Enyaq, aber immer noch vergleichsweise klein für eine solche Fahrzeugklasse und gegenüber anderen Fahrzeugen. Ja, kleines Fazit jetzt dann zum Mach-E. Schönes Auto im Prinzip, aber ich finde, man merkt den Amerikaner hier durch und durch. Das hängt so ein bisschen an den Materialien, das hängt so ein bisschen auch an der Umsetzung von vielen Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, viel Spielerei auch gerade mit der Türöffnung. Er wird sicherlich seine Fans finden, aber Alltagsnutzen, sage ich ganz klar, da ist zum Beispiel ein Enyaq deutlich voraus, und andere Autos gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ein großer Vorteil übrigens vom Mach-E im Gegensatz zu den MEB-Modellen ist, der hat tatsächlich einen Frunk. Und der ist unabhängig, ob jetzt All-Wheel-Drive oder nur Zweirad angetrieben, immer in dieser Größe vorhanden. Ladeequipment passt rein. Ein großer Vorteil. Und im Hintergrund, da seht ihr gerade den iX3, und den gucken wir uns jetzt mal an. Und hier sind wir schon beim BMW iX3. Ja, nach dem i3 das nächste große Gerät hier von BMW. Und wir fangen auch hier beim Heck an. Das Ganze natürlich automatisch. Wenn man so viel Geld für so ein Auto bezahlt, erwartet man das auch. Ja, Kofferraumgröße. Wir gucken erstmal auch hier, ja, so ein Mittelding, ne? Also er ist nicht so hoch wie jetzt beim Q4. Er ist aber auch nicht ganz so flach wie beim Enyaq. Größe, aber definitiv ähnlich. Und auch hier ein Fach für Kabel. Mehr ist da nicht vorhanden. Doppelter Ladeboden ist hier Fehlanzeige. Kofferraum ist, wie gesagt, recht geräumig, auch für mich jetzt. Aber was ganz komisch ist, wenn ich jetzt den Kofferraumklappe zumachen möchte, muss ich den Knopf hier gedrückt halten. Ich lasse ihn los, er bleibt stehen. Ihr wisst, ich bin nicht der Größte mit 1,75, aber die Höhe dieser Motorhaube über Bauchnabel, das ist schon allerhand. Das ist hoch, definitiv. Und was sich unter dieser mächtigen Haube verbirgt, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das ist kein Frank. Das ist
So sah das beim EQC am Anfang auch aus und dann haben sie das Ganze weggespart, weil da guckt sowieso keiner rein, aber ja, Platz verschenkt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mächtige Haube, nichts drunter. So, wie bei den anderen Fahrzeugen, steigen wir erstmal hinten ein hier. So, platztechnisch ordentlich Luft über dem Scheitel. Ich falle recht tief hier in diese Sitzbank hinten rein, finde ich. Beinfreiheit fast schon gewohnt für so ein Auto dieser Größe. Sehr, sehr, sehr gut. Ich kann die Füße gut unterstellen. Was aber hier auffällt, das ist ein Elektroauto und das ist man schon gar nicht mehr gewöhnt. Der hat schon einen mächtigen Mitteltunnel hier. Also da, wo früher mal eine Kardanwelle lang lief oder auch die Auspuffrohre, das hat der iX3 auch jetzt wieder. Gedanken wiederum haben sich die BMW-Designer gemacht, um zum Beispiel Kofferraumvolumen. Ich habe hier an der Seite an der Sitzbank einen Schalter. Damit kann ich dann die ganze Rücksitzbank etwas senkrechter stellen. Das schafft mir wiederum mehr Platz hinten im Kofferraum. Und das geht alles über eine kleine Betätigung des Hebels an der Seite. Kommen wir zu den technischen Daten des BMW iX3. Eine Batteriekapazität von 78 Kilowattstunden reicht für eine WLTP-Reichweite von 460 Kilometern. Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Er lädt am Schnelllader mit 155 kW und AC, also Wechselstrom, 11 kW. Standard, ich sage es immer wieder. Was mir besonders gut gefällt, hier auch im BMW, das haben wir bei anderen Fahrzeugen jetzt auch schon gesehen, das ist das Glasdach, was sich tatsächlich auch öffnen lässt, also nicht nur vorhanden ist, sondern tatsächlich auch Luft von oben reinlässt. Was mir weniger gefällt, bin ich ganz ehrlich, da müssen wir mal drüber sprechen, BMW, das ist das Navigationssystem. Das sieht nicht gut aus. So, zum Thema Navigation, das habe ich eben angekündigt. Es sieht optisch einfach oldschool aus. Also, ihr seht das, wenn ich ein bisschen reinzoome, es ist einfach, ja, weiß ich auch nicht, Nintendo 64 Grafik oder so, mehr ist das hier nicht. Das gefällt mir gar nicht beim iX3. Ja, typisch BMW ist eigentlich so das ganze Aufbau des Entertainment, des Cockpits hier. Unten haben wir den Drive Select Schalter, der ist eigentlich schon typisch für BMW. Lenkrad, ja, es ist normal, es ist aber für diese Preisklasse, finde ich es schon wieder, geht schöner. Und letzten Endes, der Navi-Bildschirm, der sieht so aus, als wenn er nur halb ausgefahren wäre. Für mich irgendwie von der Auflösung, das ist schon fast ein 16:10 Screen oder sowas. Man denkt immer, der ist nicht ganz ausgefahren, da fehlt doch was. Obwohl der BMW iX3 jetzt hier in unserem Vergleich das längste Fahrzeug ist, der ist nochmal 9 cm länger als der Enyaq, muss ich ehrlich sagen, wurde der Raum nicht so gut genutzt wie zum Beispiel beim Skoda. Er bietet ausreichend Platz, aber er macht nichts. Allein die große Motorhaube trägt hier natürlich einen Teil dazu bei. Was aber zum Beispiel richtig gut gelöst wurde, das sieht man unter der Ladeklappe. Das sind hier die beiden Kappen. Ich kann AC einzeln öffnen. Oder ich betätige unteren und eröffnet beide. Gut umgesetzt. Fangen wir mit dem Kofferraum an und das seht ihr, der ist eigentlich wirklich bequem, auch wenn nicht zur Mitfahrt geeignet, aber er ist groß tatsächlich. Platz in Hülle und Fülle. Unten einfach alles geordnet, Ladekabel kommen da rein. Das sind die Trenngitternetze hier für den Fahrpassagierraum. Also vom Platz im Kofferraum schon mal gut. Gucken wir uns mal den Innenraum an, denn auch hier Skoda, simply clever. Ich bin jetzt 1,75, habe jede Menge Luft über dem Scheitel, aber auch größere Leute. Das seht ihr hier an den Aussparungen. Trotz Sonnendach, das sich komplett auffahren lässt, hat man hier richtig viel Platz über dem Scheitel und natürlich vor mir. Also da reicht meine Handspanne schon gar nicht mehr aus, um das zu zeigen, wie viel Platz ich hier habe, wenn ich hier hinter mir selber quasi sitze. Aber auch bei größeren Personen bleibt der nach wie vor absolut vorhanden und somit für mich ein ideales Familienauto. So, wisst ihr aber, was das Genialste ist? Ihr kennt meinen ID3. Wendekreis 10,2 Meter. Den könnt ihr auf jeder Straße wenden. Skoda hat nochmal einen draufgesetzt. 9,3 Meter.
Genial, oder? Einfach genial. Okay, die Fakten zum Skoda Enyaq, die kennt ihr sicherlich. 77 Kilowattstunden Batterie, maximale Ladeleistung 125 kW. An Wechselstrom macht er 11 kW. Das ist eigentlich alles State of the Art. Und Reichweite sind 420 Kilometer. Was aber für mich hier ganz besonders ist, das ist die Materialanmutung des Skoda Enyaqs. Das ganze Entertainment-System sieht auch komplett anders aus als bei den ID-Modellen, wie ich zum Beispiel beim ID3 das habe. Aber auch die Sitze jetzt hier im Kunstleder-Design, das Lenkrad, alles so wie das designt ist. Und tatsächlich auch die Fahrtrichtungs-, der Schalter, der ist komplett anders als bei den ID-Modellen. Und ich bin tatsächlich richtig begeistert, wie Skoda das Fahrzeug hier auf Basis der MEB-Plattform umgesetzt hat. Und das Schönste ist, was VW leider bei den ID-Modellen nicht geschafft hat, das hat Skoda einfach umgesetzt. Das ist ein öffnendes Glasdach. Was will ich eigentlich mehr? Ich finde es mega geil. Ja, und last but not least hat der Skoda viele Ideen, die den Spruch Simply Clever einfach wieder gerecht werden. Und damit meine ich nicht nur einfach diese Durchreiche, die viele Fahrzeuge schon gar nicht mehr haben, sondern einfach viele andere Kleinigkeiten. Ihr wisst nicht, wohin mit den Ladekarten. Eingebautes Sonnenschutzrollo. Und für die schlechten Tage den Regenschirm. Eiskratzer in der Heckklappe. Das Umklappen der Rücksitzbänke aus dem Kofferraum heraus. So, das nächste Fahrzeug jetzt hier bei mir im Test, das ist der Audi Q4 e-tron. Auch MEB-Plattform, aber dann doch tatsächlich etwas anders. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal im Detail an, denn er ist irgendwo auch noch typisch ein e-tron und gar nicht so sehr Enyaq oder ID4. Wie bei den anderen Fahrzeugen, lasst uns mal hinten am Heck anfangen. Keine automatische Heckklappe, Handbetrieb ist angesagt. Kofferraum dann exakt wie beim Enyaq oder ID4. Doppelter Boden mit viel Platz darunter. Und unten noch einmal ein kleines Fach für eure Ladekabel. Das kennt man aber von den anderen Fahrzeugen auch. Das ist nichts Besonderes. Platz auf jeden Fall vorhanden. Was aber noch ganz interessant ist, das ist die Ladekantenhöhe hier beim Q4 e-tron. MEB-Plattform. Verglichen zum Skoda Enyaq zum Beispiel auf der anderen Seite, die ist viel, viel niedriger. Und auch beim Beladen, beide Fahrzeuge recht breit hier beim Einladen. An dieser Stelle wirkt es beim Enyaq deutlich leichter, etwas hier reinzustellen, als beim e-tron, wo man hier gleich auf der Höhe schon eine ziemlich breite Kante hat. Das Beladen des auch deutlich kleineren Kofferraums vom Q4 fällt in diesem Falle schwerer. Platzangebot, MEB typisch für mich, 1,75, ich kann es nicht oft genug sagen, total ausreichend. Auch hier oben im Kopfbereich, auch ausgeformt. Der Wagen hat ja auch ein verschiebbares Glasschiebedach und trotzdem habe ich hier Platz in Hülle und Fülle. Das ist schon fast MEB typisch und die Verarbeitung bei einem Audi, die braucht man fast schon gar nicht mehr in Frage zu stellen. Die ist richtig gut. Und was wir hier in diesem Fahrzeug ganz besonders erleben, und das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt, Sonos. Sonos ist derjenige, der hier für Musik sorgt. Ja, was beim Q4 e-tron nochmal für Verwirrung sorgen könnte, er sieht tatsächlich recht kompakt aus. Das ist die Formsprache von Audi, vom e-tron typischerweise, ist aber nur 6 cm tatsächlich kürzer als ein Enyaq. Das ist ungefähr so viel. Wer jetzt also denkt, er kauft mit dem Q4 ein besonders kompaktes Fahrzeug, der täuscht sich. Der hat ungefähr die gleiche Maße wie ein ID4 und ein Enyaq. Technische Daten, typisch MEB-mäßig, das heißt 77 Kilowattstunden nutzbare Batteriegröße von 0 auf 100 in 6,3 Sekunden. Das ist tatsächlich hier schon eine Quattro-Version, in der wir sitzen. Und was auch noch dazu kommt, die Höchstgeschwindigkeit bei den Quattro-Modellen ist ja bei 180, bei dem hier auch. Entertainment geht man dann trotz MEB-Plattform einen anderen Weg. Das sieht man schon im Gegensatz zu einem ID4 oder auch zu dem eingepassten Display des Enyaqs, ist das hier doch typisch Audi, möchte ich fast sagen. Das sieht komplett anders aus und auch das Hauptdisplay hier mit zum Beispiel Navigation oder so weiter, das kennt man schon irgendwie aus dem großen e-tron, aus dem e-tron GT oder aus dem e-tron 55 zum Beispiel. Es ist alles ein bisschen mehr Audi hier als das, was man vom ID4 oder vom Enyaq kennt. Ein großer Unterschied noch zu den beiden MEB
Schwestermodellen ID4 und Enyaq ist, dass das Navigationssystem hier das e-tron Navi ist. Das heißt, Einstellungen und auch Zielführung funktionieren gänzlich anders als das, wie es bei den ID4 Modellen ist zum Beispiel. Und das ist nicht das Schlechteste. e-tron Navi ist ein sehr, sehr gutes Navigationssystem. Ein großer Unterschied zu den MEB-Modellen außer des Navis, das ist tatsächlich noch hier im Bereich des Lenkrads zu finden. Zum einen hat der e-tron, was die beiden anderen Modelle nicht haben, hier zwei Pedals zum Einstellen der Rekuperation tatsächlich. Das, was man zum Beispiel auch aus dem Ioniq kennt. Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gut. Und die ganze Tempomatseinheit ist nicht hier oben auf dem Lenkrad zu finden, sondern an einem extra Hebel hier am Lenkstock. Auch das ist ein großer Unterschied zwischen den MEB-Modellen an sich. Q4 e-tron ist ein MEB-Modell, aber hat eine ganz eigene Seele. Insofern habe ich ihn bewusst in den Vergleich mit reingenommen, weil er sich doch grundsätzlich unterscheidet von einem ID4 oder von einem Enyaq. Ich persönlich finde den Q4 e-tron ein richtig gelungenes Auto, preislich immer noch sehr attraktiv und ja, wenn man ohnehin Audi-Fan ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Q4 e-tron sich auch mal näher anzugucken. Hyundai Ioniq 5 ist der nächste im Vergleich. Ja, und wer immer dachte, dass das Fahrzeug zur Golfklasse bzw. ID3-Klasse gehört, der hat sich böse geschnitten. Das Fahrzeug ist ziemlich exakt genauso groß wie ein ID4. Ja, der Kofferraum des Ioniq 5 hat einen großen Nachteil und das ist zwar dieses flach abfallende Heck. Dadurch wirkt er optisch zwar recht groß, aber die nutzbare Größe tatsächlich, die ist dementsprechend klein. Und wer jetzt denkt, hier unter ist noch besonders viel Platz unter der Abdeckung, der hat sich auch böse geschnitten. Rechts und links ist ein kleines Fach in der Mitte, nicht nutzbar. So, wie bei den anderen Fahrzeugen, zuerst hinten rein und ja, jetzt fehlt offensichtlich irgendwie der Türschließer. Hinter die Abdeckung greifen, Tür zuziehen. So, vom Platz her nach oben hin, ja, recht viel. Ich sitze aber tatsächlich deutlich erhöht, wie im Kino, etwas höher als in den anderen Fahrzeugen. Die Rücksitzbank übrigens ist hier auch verschiebbar. Das heißt, ich kann hier auch die Lehnneigung einstellen, damit der Kofferraum dementsprechend zum Beispiel größer wird. Ja, trotzdem, Beinfreiheit reichlich vorhanden, auch im Ioniq 5. Und hier natürlich, wie nicht anders zu erwarten, bei einer kompletten Elektro-Plattform ein ebener Boden unten, wo man die Füße dann auch mal schräg rüberschieben kann. Das war ja zum Beispiel beim BMW iX3 nicht der Fall. In den höheren Ausstattungen habt ihr jetzt hier die Einstellung für die verschiebbare Rückbank. Das heißt, über das Tasten hier verschiebt ihr tatsächlich die Rückbank nach vorne und hinten. So, vom Fahrersitz aus hier hat man erstmal einen sehr, sehr guten Blick auf das große Display hier. Sitze sind sehr bequem und ihr habt für die Ladepausen tatsächlich die Möglichkeit, euch hier in eine Relax-Position zu bringen. Alles elektronisch. Allerdings muss man dazu sagen, das findet ihr entweder in der Unique-Ausstattung, der höheren Ausstattung, oder im Relax-Paket. Und das ist auch nicht für jede Variante erhältlich. Also, wenn ihr sowas haben wollt, achtet ein bisschen drauf. Gibt es nicht bei jeder Ausstattung. Eine weitere Option, die es hier beim Ioniq 5 gibt, ist das sogenannte Solarglasdach. Standardmäßig hat er natürlich ein Blechdach. Ihr könnt dann wählen zwischen dem Solarglasdach oder dem richtigen Glasdach, das richtige Glasdach wie bei den anderen Fahrzeugen mit oben Licht und so weiter. Solarglasdach, ihr seht das, hat einen geschlossenen Himmel. Das erzeugt zwar zusätzlich Strom, aber wer jetzt denkt, dass es wie bei Fastnet oder beim Sono Sion zum Beispiel von oben auch noch Licht durchlässt, der hat sich geschnitten. Das heißt, mit Solarglasdach kommt von oben keine Sonne hier rein. Den großen Unterschied, den macht der Ioniq 5 natürlich mit seiner 800 Volt Ladetechnik. Alle anderen Fahrzeuge, die ich jetzt vorgestellt hatte, haben eine 400 Volt Ladetechnik. 800 Volt heißt, damit lädt er mal eben den Akku von 10-80% in circa 18 Minuten wieder voll. Aber der Ioniq 5 kann nicht nur schnell laden, er kann Strom auch wieder abgeben. Einmal über eine Steckdose im Innenraum, 230 Volt Steckdose, so wie ihr es kennt, und das andere über einen solchen Adapter. Dieser Adapter wird in den Ladepot gesteckt. Hier habt ihr eine normale Steckdose und könnt damit zum Beispiel einen elektrischen Grill oder andere Sachen betreiben. Ein paar technische Details. Ich habe es eben schon mal angekündigt. 800 Volt Ladetechnik von 10 auf 80% in 18 Minuten. Gilt übrigens für beide Akkugrößen. Hier haben wir den großen Akku drin, 72,6 Kilowattstunden nutzbar. Das heißt, er hat eine Ladeleistung von 232 kW an einer 800 Volt Ladesäule. Die Ladeleistung wird dann beim kleinen Akku etwas geringer sein, aber auch da 18 Minuten von 10 auf 80%.
AC, also Wechselstrom, lädt er mit 11 kW und WLTP-Reichweite hier mit dem großen Akku liegt in diesem Fahrzeug bei 430 Kilometer. Aber auch vorne hat der IONIQ 5 wenigstens ein bisschen unter der Haube, nämlich einen Frunk. Jetzt hier in der Allrad-Variante sind das 26 Liter zusätzlicher Stauraum. Das reicht schon mal für ein Ladekabel zum Beispiel. In der heckangetriebenen Variante habt ihr 56 Liter Stauraum zusätzlich vorne. Da passt dann schon ein wenig mehr Hahne rein. So, IONIQ 5, ist er nun der große Wurf oder ist er nur einer von vielen Fahrzeugen? Ich persönlich mag es natürlich mit der 800 Volt Technik, aber ich habe euch jetzt viele Fahrzeuge gezeigt. Zu dem Preis eines IONIQ 5 bekommt ihr auch einen sehr gut ausgestatteten Skoda Enyaq. Ob das jetzt das Fahrzeug eurer Wahl ist oder ein anderes, das müsst ihr für euch wissen. Jedes Fahrzeug hat seine Vor- und Nachteile, das habe ich euch gezeigt. Ich rate euch nur, fahrt zum Händler, fahrt die Autos Probe und entscheidet dann für euch selber. Und wenn ihr weitere geniale Infos über solche Fahrzeuge haben wollt oder nicht, dann abonniert meinen Kanal und dann gibt es diese Autos auch demnächst garantiert in einem Q-Check zu sehen und dann wisst ihr auch genau, worauf es hier im Detail ankommt. Also Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!